Hallo, hier ist wieder Hannelore Drews von der Hobbykompanie aus Quickborn. Und wir haben ja so super süße, tolle Verpackungen und unter anderem auch diese kleine Pizzabox. Ich habe sie jetzt schon die ganze Zeit nicht mehr verwendet, aber jetzt in der Advents- und Weihnachtszeit kann ich mal wieder so kleine Geschenke super gebrauchen oder so kleine Boxen, die ja schnell gehen, denn manchmal ist es ja so, man möchte dem einen oder anderen noch ein kleines Dankeschön geben und ja, wir kennen das ja alle, die Zeit. So, und die ist ja hier schon fertig. Ich brauche sie also nur noch zusammen knicken, hätte ich fast gesagt. Ich brauche sie nur noch falzen und ja, schwuppdiwupp ist meine Verpackung fertig und jetzt brauche ich sie nur noch dekorieren. Nur noch ist natürlich immer in Anführungsstrichen. Aber ich zeige dir mal, was ich daraus gemacht habe. Ich benötige jetzt das Designerpapier und zwar brauche ich da 4 Streifen in 2 cm mal 8,5. Also die sollen hier ran und ich möchte nicht, dass sie ganz und gar, sondern das soll so ein bisschen weiß überbleiben. Und da brauche ich halt 8,5 cm. So, die klebe ich mir jetzt hier gegen und zwar kann ich jetzt hier vorne auch noch so eine kleine Rundung machen. So, dafür nehme ich jetzt hier die Dreiviertelstanze und dann mache ich mir da so eine kleine Markierung in der Mitte, da wo ich das wegstanze. Jetzt sieht das ja angepasst aus. Also ich glaube, so ist das ganz gut. Und jetzt klebe ich natürlich alle 4 Streifen rundherum. So, das ist schon mal erledigt. Und jetzt nehme ich auch aus diesem tollen Designerpapier und zwar ist es dieser Bogen hier. Da sind ja lauter Weihnachtssterne drauf und da will ich 2 ausschneiden. Einmal so einen großen und einmal diesen etwas kleineren. Ja, und los geht's. So, das Ganze möchte ich jetzt noch so ein bisschen 3D-mäßig arbeiten und habe mir noch weitere Teile ausgeschnitten und ich brauche ja nicht unbedingt hier die ganze schöne Blume, vielleicht brauche ich die noch für was anderes. Also ich habe einfach nur Teile ausgeschnitten, weil ich ja nicht alles brauche, wenn ich so ein bisschen 3D-mäßig arbeite. So, und das ziehe ich mir jetzt noch mal ein bisschen übers Falzbein. So, und jetzt muss ich es nur zusammenpuzzeln und muss gucken, welches Teil jetzt wohin passt. Und das war jetzt, glaube ich, hier. Ne? Also das passt jetzt dahin. Und dieses passt dann noch hierhin. Und da ich in die Mitte sowieso noch was anderes setze, also passt das auch alles. Okay, ich klebe das jetzt zusammen. Und zwar nehme ich dafür unsere 3D-Pads. Und da kommt einer hin. Jetzt muss ich natürlich genau suchen, wo das hinpasst. Also der passt da ja sehr gut hin. Das passt dahin. Also das geht schon mal gut. Und jetzt das zweite. Da muss ich eventuell 2 nehmen. Genau, das mache ich auch. Ich nehme 2 Pads oder du nimmst halt die kleineren. Das geht auch. So. Und die müssen dann jetzt, einer kommt dahin, genau, da und da. Ja, super. So passt es. Und die nehme ich jetzt nochmal so ein bisschen hoch hier, damit das Ganze so ein bisschen richtig plastisch aussieht. So, und jetzt soll noch dieses Teil oben drauf. Da kann ich, glaube ich, noch da hinten so ein bisschen was wegschneiden. Genau, das mache ich halt auch noch. Das ist mir jetzt ein bisschen zu viel hier. Also da musst du mal so ein bisschen rumspielen. Aber ich denke mir, da hat jeder so seinen
seine Vorstellungen. So, und das ziehe ich mir jetzt auch nochmal hier schön übers Falzbein, damit da ein bisschen Schwung reinkommt. Was ich auch noch ganz gerne mache, ich nehme auch gerne hier nochmal meinen Prägestift und gehe jetzt hier nochmal so ein bisschen einzelne Bahnen ab. Dann geht das da nach unten und ja, dadurch, dass ich das ja ein bisschen ja, geprägt habe oder so hochgezogen habe, ja, ein bisschen in Schwung gebracht habe, ist es noch ein bisschen plastischer, das Ganze. Also so kann man das auch ganz gut machen. Und jetzt kommt das auch noch da oben drauf. Und dafür nehme ich auch noch mal hier unseren Doppelklebepad, damit das Ganze richtig schön hoch ist. Und das ist eigentlich egal. Drapiere das einfach so, wie es bei dir jetzt gerade so passt. Ich nehme das jetzt mal so hier hin. Genau. Ich finde, das sieht ganz toll aus so. Okay, jetzt könnte ich noch irgendwas in die Mitte machen. Da habe ich auch schon eine Idee. So, damit das Ganze ein bisschen ja, weihnachtlicher und so wird, nehme ich mir nochmal hier unsere Stanze mit den Zierblatt heißt sie, glaube ich, und stanze mir noch mal in Olivgrün. So, mal gucken, wie das so passt. So hatte ich mir das so in etwa vorgestellt. Das darf auch gerne ein bisschen übergucken. So. Und dann möchte ich auch noch in Glitter, weil es ist Weihnachten oder es ist für Weihnachten. Und da brauche ich auch unbedingt immer ein bisschen Glitter. So, und dann kann ich natürlich super hier noch für die Mitte auch ein bisschen Glitter noch nehmen. Da werde ich mir noch ja, einen Glitterpunkt ausstanzen. So, die beiden Teile klebe ich hier mit unseren Klebepunkten so ein bisschen aufeinander, damit sie schon mal so zusammen sind. Bisschen versetzt und dann nehme ich mir noch einen und setze das dann hier unter meinen Weihnachtsstern. Bisschen festdrücken. So. Und hier habe ich jetzt ein bisschen Platz gelassen. Da soll natürlich noch ein Weihnachtsgruß hin. Und da habe ich mir jetzt ausgesucht. Was zur Seite hier. Das Set Winterwunder. Und zwar ist da so nett drin hier, verpackt mit der Magie von Weihnachten. Das ist doch ein obersüßes Teil. Und da habe ich jetzt auch hier Glutrot, genauso wie hier unser Weihnachtsstern. Dann nehme ich Versamark. So. Okay, und dann kommt dazu natürlich Weiß. Weißes Embossingpulver. So, und das wird natürlich jetzt mit dem Heißprägegerät, mit dem Heißluftgerät, mit diesem, also es ist kein Föhn. Das ist dann jetzt verschmolzen, die Farbe und das Pulver. Und ja, es ist dann glänzend, also dann siehst du auch, dann ist es fertig und einfach abkühlen lassen und dann ist es auch wischfest, also dann kannst du es auch weiter verarbeiten. Okay, und mein Teil soll ja jetzt hier auf die Ecke drauf und da nehme ich dann jetzt das Etikett für jede Gelegenheit und überlege aber, ob ich es noch ein bisschen schmaler mache. Also ich stanze jetzt erstmal aus und den Rest kann ich mir dann hinterher immer noch überlegen. Wobei das eigentlich auch ganz schön ist, so, ne?
Gut, ich würde es wahrscheinlich noch einen Tick schmaler machen. Dafür lege ich das Teil nochmal hier in meinen Papierschneider und überlege jetzt mal, ich glaube so einen halben Zentimeter. Das ist schon zu viel. Also, okay, man kann hier mit diesem Grauen so ein bisschen spielen und ich nehme jetzt mal so diese zweite Rille. Genau, das passt gut und hier auch. Also jetzt hat das gleiche Rundung, passt alles, das kommt wieder weg und es ist jetzt ein bisschen schmaler und genauso passt das jetzt hier wunderbar auf meine Verpackung. Das klebe ich jetzt hier wieder mit den Dimension, mit den Abstandspads auf. Süß. Und jetzt noch in die Mitte, da habe ich mir überlegt, dass ich hier aus unserer Stanze Sonne, Mond und Sterne. So, nein. Sonne ist da gar nicht mit drin. Hier einen Stern ausstanze und der kommt jetzt da noch in die Mitte. Genau so muss es sein, richtig. Und den klebe ich jetzt nochmal mit einem Glue-Dot auf, mit so einem Klebepunkt. Ja, und fertig ist so eine kleine Verpackung. Da passen zum Beispiel Kekse rein oder auch vier Teelichter. Also wenn du das vielleicht so zum ersten Advent oder so noch verschenken möchtest. Oder ach, man braucht immer Teelichter. Und ja, ganz besonders natürlich in der Advents- und Weihnachtszeit. So, nur mal rein da mit dir. So, und fertig hast du diese kleine Verpackung. Ist doch einfach süß, oder? Ja, das war's aus Quickborn und ich sag Tschüss.